Oder jetzt, wenn ihr im Stream seid, herzlich willkommen zurück. Ja, wir sind im dritten Schuljahr. Den Anfang habe ich noch gezeigt, es war eigentlich gar nicht unbedingt der Plan, aber es ist auch nicht so wild, glaube ich. So, wie viele sind krank? Was glaubt ihr? So, das Office sollte gleich fertig sein. Ich habe gar nichts gelesen. Ihr was gesehen? So, jetzt haben wir zwei davon. Mal gucken, ob wir die nicht in den Griff kriegen, ha? Die gesehen, ob einer krank war? Ich glaube nicht. Der Lehrer mit den Krücken zu den Schülern gefährlich. Warte mal, der Lehrer mit den Krücken. Ich hab einen Lehrer mit Krücken? Sag mir doch sowas nicht. So. Warum hat das alles gut geht? Achso, jetzt muss ich aber eine Worker wieder reinstellen. Zack. Wir haben aktuell 8. Das Ziel ist am Ende des Jahres, wenn wir am Ende des Jahres 5 haben, wäre ich sehr happy. Weil dann ist belegt, dass es sich tatsächlich reduziert. Ich habe nicht das Gefühl, dass diese Counselor bis jetzt viel machen. Ich meine, da wird dann irgendeiner gefangen, aber der... Ah, guck mal hier. Ah. Also er ist scheinbar nicht so erfolgreich, ne? Wahrscheinlich machen die jetzt immer nach Unterrichtsschluss, aber irgendwie überzeugt mich das nicht so, die Arbeit. Für jetzt 83 Schüler, in der nächsten Schulzeit werden wir es auf 144 erhöhen. In allen... Oh mein Gott. Sie sind alle falsch herum. Sad life, Mann. Sad life. Na gut, dann ziehen wir die mal wieder ab. Und die müssen dann mal alles da abreißen. Mit dem Rücken und nicht mit den Krücken. Ich bin so dumm. Das habe ich wirklich nicht gerafft. 3 Schüler sind jetzt krank. Das ist ja noch ganz okay. Wahrscheinlich haben sie sich offiziell totgelacht. Das war echt super dämlich. Naja. Aber auch da muss man durch. Man muss auch mal dumm sein, ha? Ich habe so richtig Dummes, realisieren die Leute ja gar nicht, wenn man auf einmal schlau ist. Wahrscheinlich tun sie es doch, aber ich bin zu dumm, dass es mir auffällt. So, können die noch die Stühle hier reinbauen? Ist das... Habt ihr dazu Lust oder gerade noch nicht so? Komm, den letzten auch noch, gib den Ruck. Wunderbar. Da können die nämlich ihren eigentlichen Pflichten wieder nachgehen. Aktuell sind wir immer noch bei 8. Na, wir behalten jemanden. Da. Also ich meine, die haben ja beide Sitzungen mit denen, aber das hilft halt nicht. Es wäre halt cool, wenn die das ein bisschen öfter machen könnten. So. Ja, das hier ist halt echt das große Problem, dass die alle durchfallen werden. Aber ich kann das auch nicht fixen, weil ich habe einfach viel zu viele bekommen. Ich habe 12 mehr, als ich haben sollte. 4 sind krank, das ist okay. So, jetzt wurde 3-mal einer von denen gefangen, aber die werden irgendwie nicht zum Counselor gebracht, oder? Sally Cookman. Aber die machen ihren Job halt nicht richtig, ne? Die machen das danach halt einfach nochmal. Das überzeugt mich irgendwie nicht. Wie sieht's aus mit Hygiene und so? Das ist alles fein.
Ah, die sind schon alle relativ happy, ne? Dass die überhaupt so happy sind, obwohl sie keinen Lehrer haben. Wahrscheinlich sind sie deswegen so happy. Ich habe mit Sola abgesprochen, dass wir den nächsten Triad-Format machen, weil gerade die Frage im Chat kam. Natürlich selber habe ich nicht so die Motivation, aber wenn ich das mit wem anders zusammen mache, glaube ich schon, dass ich mich da, dass ich da nochmal ein bisschen die Lust habe zu climben. Und deswegen wollen wir das zusammen machen. That's the plan. Ja, die restlichen Teile des Schuljahres werden sehr ähnlich ablaufen zu den bisherigen. Das ist halt echt so schade, aber ich kann es halt echt nicht ändern. 7 sind krank. Ja. Ist okayisch. Immer noch, dass der Raum daran hauptsächlich Schuld hat. Wo sehen? Es sind jetzt 8, ne? Es waren am Anfang 9. Ich habe nicht das Gefühl, dass es viel gebracht hat. Ich glaube, kommt wahrscheinlich eher auf YouTuber. Wir wollten eigentlich am Anfang einmal zusammen streamen, das zu announcen. Ich meine, die werden die ganze Zeit erwischt, aber ich würde halt erwarten, dass wenn die fangen, dass die direkt hier reinbringen. Ha! Immer wenn ich reingucke, funktioniert's, ne? So, wir sind mittlerweile bei 7, okay. Das heißt, wieder Schuhe hinweg haben wir jetzt zwei quasi verändert. Ich glaube, das ist ganz okay. Ja, die werden nicht bestehen. Es sind generell nicht viele bestehen. Ja, vielleicht mehr von diesen Wachen habe ich auch überlegt, aber ich meine, sie wären ja die ganze Zeit gefangen. Sie machen halt nur nichts dann. Schwer zu sagen. Jetzt sind es 12, die krank sind. Uff. Es sind schon ein paar mehr. Aber das hilft halt auch nicht immer, wenn die mit denen reden, ne? Und warum gehen die zum Principal, wenn die gefangen werden? Die sollten direkt zum Counselor gehen. Zu weit weg. Das kann ich mir eigentlich auch nicht unbedingt vorstellen. Der arme Koch, Alter, da muss er den kompletten, das neue Zeug rausholen. Ich denke, wir werden nochmal hier oben eine neue Stuhlreihe reinbringen auch. Ich habe nicht das Gefühl, dass die oft genug sitzen. Die Sitzen ist halt eigentlich ziemlich wichtig so. Zumindest habe ich das immer gehört, wenn gegoogelt wurde. Ja, man sieht halt einfach, die eine Hälfte ist halt smart von denen, die andere Hälfte ist halt dumm, weil sie keine Lehrer haben. Da waren gerade zwei Jungs an einem Pissoir und da war ein Herz über dem Kopf. Was geht da ab? Tja, meine Junge. Ich sag mal so, Sexualkunde steht zwar nicht im Schulplan hier, aber ihr lernt trotzdem was darüber. 7. Ich habe gesagt, ich bin happy, wenn es am Ende 5 sind. Es sind halt noch 2 Tage. 11 sind krank, ist halbwegs okay. Aber wenigstens steht da nicht mehr die ganze Zeit, dass meine Schule schmutzig ist. Ich denke, wir werden eine C kriegen für die Pass Rate. Und dann werden wir wahrscheinlich ein A für Cleanliness kriegen. Ein B für Stammbaum. Und dann wahrscheinlich wieder ein F für wie viele Bullies und so wir haben. Ich habe echt nicht das Gefühl, dass ich zu wenig Counselor habe. Also,
Wen habe ich zu wenig One-Shot-Dudes? Da habe ich jetzt auch nicht das Gefühl, dass das unbedingt mehr bringen würde, ne? Weil da ist jetzt zum Beispiel einer. Gut, der hat schon ziemlich Hunger, ne? Ich wäre wahrscheinlich auch sauer, wenn ich nichts essen würde, aber ich meine, er könnte ja essen. Vielleicht mehr Essen machen. Ja, ich habe eben auch gesehen, aber die haben halt immer ihre Zeiten, ne? Und das ist schon okay, dass es am Ende des Schultags immer weg ist. Also sie starten ja mal voll. Und die ersten, die Essen kriegen, sind, glaube ich, die Freshmans bei mir, oder? Nee, sind die Senior. Was ist denn da mal drauf? Senior geht runter, geht runter, geht runter. So, und dann haben die um 9, kriegen die Essen. Okay, eigentlich sollten sie Essen kriegen. Oh, um 10 kriegen die Essen. Okay. Ich sehe da trotzdem immer noch kein Essen. Warum? Okay. Das verstehe ich nicht. Jetzt haben die alle Hunger. Was macht meine Küche? Und was macht mein Teacher da draußen? Deren Toiletten sind einfach nicht sauber. Das geht doch noch. Also ja, die sind nicht wirklich sauber, aber das ist schon okay. Warum sind die nicht in die Cafeteria gekommen? Also sie hat ja noch nicht einer Essen bekommen. Wo sind meine Küche? Warum chillen meine Köche? Sind das Meth-Köche? Going to rest. Resting. What? But why? Ah. Ach so, er muss aufs Klo. Die haben einfach keinen Bock, oder was? What the fuck? Warum machen die kein Essen? Okay, das habe ich nicht verstanden. Irgendwie hatten die keinen Bock, zu Essen zu machen. Wir werden also auf jeden Fall mehr Küche einstellen, aber ich weiß ehrlich gesagt echt nicht, woran es lag. MB, 78%, what the fuck? Ja, das wäre echt gut. Ja, so habe ich es mir vorgestellt, nur ich dachte, dass das hier geringer ist. Hey, wir sind nicht mehr auf dem letzten Platz. Haben wir noch einen ordentlichen Bonus bekommen. Ja, das ist ja das einzige Problem. So. Ja, die Gentle dürfen erstmal alles sauber machen. Dann gucken wir nochmal. Aber wir haben jetzt auf jeden Fall die Möglichkeit, genug Lehrer einzustellen und so. Ich werde auch die Kitchen-Ding hier mal vergrößern. Auch wenn es extrem teuer ist. I don't care. Weil das scheint ja ein aktives Problem zu sein. Ich weiß nicht, warum wir die ganze Zeit neue Schüler kriegen, ohne dass wir dafür großartig was getan haben. Aber wir werden expandieren. Zu einem großen Stil. Ja, wäre super, wenn ihr mal wer anfangen würde zu putzen. Ja,
im nächsten Jahr werden wir halt, ja, wir müssen auch ein bisschen expandieren. Ich sehe da schon ein bisschen die Notwendigkeit. Ach. Achso, ich baue ja gerade gar nichts. Worauf warte ich? Dass ein bisschen geputzt wird, ne? Ah, ich glaube, ich sollte die... Ah, wir warten den Tag ab. Wie können wir das bauen? Aber eigentlich will ich das nicht bauen. Nee. Für Prestige ist zwar schön, aber... Ist jetzt alles geputzt? Fast alles, ne? Die Toiletten nicht so. Aber der, also die haben auch keine Lust zu putzen, oder? Ich glaube, wir brauchen auf jeden Fall auch mehr Toiletten. Ich glaube, der kann die nicht putzen, weil die immer besetzt sind. So, ich sollte wahrscheinlich jetzt die Lehrer einstellen, damit ich gleich sofort das Schuljahr starten kann. Dann machen wir das doch mal. So, naja, du machst 1, 2, du machst 3, 4. So, wen haben wir noch? Science. Ja. Language. Naja, du machst 1, 2, du machst 3, 4. Müssen nicht 100 sein, zumindest nicht jeder. Aber wenn wir schon mal einen kriegen, dann nehmen wir auch einen. Find more. Ah, 77 reicht mir eigentlich nicht mehr, glaube ich. So, wieder 3, 4. Mathe und Art fehlt uns noch. Da holen wir noch einen Mathe-Dude rein. Drei, vier und dann fehlt noch Art. Ah, there we go. So, jetzt haben wir natürlich einen 5000er Minus, aber wir haben halt jetzt auch deutlich mehr Raum. Geht der Plan auf? Der Plan geht eiskalt auf. Perfekt. Okay. Dann können wir auch das Schuljahr starten und dann müssen wir danach gucken, wie viele wir noch einstellen müssen. Ich glaube, wir müssen auf jeden Fall vorher noch kurz die Cafeteria vergrößern. Upsi. So, die vier sollen erstmal gerade bauen. Ansonsten müssen wir, glaube ich, nicht viel vergrößern. Ach ja, doch, wir würden die Toiletten noch vergrößern. Die sind halt auch scheiße teuer pro Tag. Das ist das Problem. Aber ich glaube, das ist notwendig. Ups. Die Sinkdinger sind auch teuer. Das ist alles teuer. Ach, warte, was mache ich denn hier? Ich wollte da Urinale bauen. Jetzt habe ich da fast noch mehr Waschbecken gemacht. So, das ist jetzt wirklich teuer, aber das ist es mir ehrlich gesagt wert. Jetzt ziehe ich die hier überall ab, damit die das noch schnell genug bauen können. Baut mal, meine Leute, baut. Wirklich aktiv Lust zu bauen haben die nicht, ne? Aber jetzt geht's. Ah, wunderbar. Okay, dann wollen wir das Schuljahr starten. Aber das nächste Schuljahr gibt's natürlich auch wieder in der nächsten Folge. Bis gleich.